Seelachsfilet mit Basmati-Reis. Der hier, der ist ganz gut. Der ist zwar teurer wie die anderen, aber der schmeckt richtig geil. Und der Reis vom Himalaya. Ich werde verschiedenes Gemüse dazu anbraten. Eine grüne Paprika, Lauchzwiebeln, Radieschen und werde dann Kokosmilch dazugeben, eine rote Currypaste und normales Curry, wo ich dann dazugebe. Hier ein kleiner Tipp, da Kokosmilch nicht so lange haltbar ist, gebe ich immer das, was noch übrig bleibt, in so eine Tupperdose und friere das dann ein. Davon verwende ich so ca. 50 Gramm von dem Kokosmilch. Ja, als erstes wird natürlich erst der Basmati-Reis gekocht und dann sehen wir uns gleich. Der Reis ist am Kochen. Ich habe jetzt hier zwei Pfannen, eine für Seelachs und in der anderen werde ich jetzt das Gemüse reintun, anbraten und später werde ich dann die Kokosmilch und die Currypaste mit reinhauen. Ich schneide jetzt erstmal das Gemüse klein und gebe alles mal in die Pfanne. Sind schon beide erhitzt. Und das Gemüse schön am Anbraten. Ich habe jetzt alles rein, also die Erbsen, grüne Paprika, Radieschen. Hier habe ich die Frühlingszwiebeln, die mache ich erst später rein. Den Seelachs, den habe ich gerade mit Meersalz und etwas Zitrone jetzt angewürzt. Gebe ich jetzt auch hier in die Pfanne. Der Reis, ja, der braucht noch 5 Minuten. So. Ich habe ja die Kokosmilch gefroren gehabt. Die gebe ich jetzt gerade hier mit in die Pfanne rein. Und werde so ca. 10 bis 15 Gramm von dieser Currypaste reinmachen. Ich weiß schon ungefähr, wie es ist, da ich sie auch verwende. Frühlingszwiebeln dazu. Wenn die Kokosmilch schon aufgetaut ist. Jetzt gebe ich noch etwas Curry dazu. Verrühre das jetzt noch etwas. Und das war's dann schon. Der Reis ist auch schon fertig. So, Feierabend. Ich zeige euch das Ganze mal. Es dampft noch schön. Ja, das Ganze haue ich mir jetzt rein. Ja, den Reis habe ich jetzt hier in die Schüssel gegeben. Danach zeige ich euch mal, wie momentan meine Form ist. Bin ja immer noch am Aufbauen und am Schluss gibt es dann die Makros. Damit ihr mal seht, wie das Ganze momentan aussieht. Wie gesagt, bin immer noch im Aufbau. Bin auch wirklich am Überlegen, ob ich das so weiter durchziehen soll, weil es sieht immer noch ziemlich gut aus. Ich bin jetzt bei 800 Kalorien im Überschuss. Wie gesagt, also es sieht immer noch
ziemlich definiert aus. So, hier die Zutaten und die Macros. Das Ganze hat 833 Kalorien gehabt, 17,9 Gramm Fett, 100 Gramm Kohlenhydrate und 61 Gramm Proteine. Checkt's mal ab.